¿Casa de sin nombre? No, uno de sus lugartenientes. Ein Kartell-Lieutenant. Ganz genau. Du lernst dazu. Meine Quellen sagen mir, alle VIPs in Las Almas werden da sein. Ein paar auf Einladung und andere... Auf Ansage? Ja. Warum treffen Sie sich? Nosotros. Las Almas, es brennt. Und Sie wollen den Brandstifter. Sin Hombre wird da sein, ja? Keine Garantie, aber das ist die beste Chance. Nutzen wir sie. Ich habe genug Shadows hier, um das ganze Land zu besetzen. Ich hätte Einwände. Ich meine ja nur, ein Haus ist kaum ein Problem. Wir brauchen Sin Hombre lebend. Dann treffen wir uns mit ihm. Wie? Sie kriegen, was Sie wollen. Infos. Sie wollen wissen, wer hier ist? Bitte sehr. Persönlich? Korrekto. Einer von uns geht rein, findet den Boss und holt ihn raus. Ich tue es. Da drin bist du so gut wie tot, Hermano. Das gehört zum Job. Der Marschflugkörper muss um jeden Preis aufgehalten werden. Ich biete Daten für ein Treffen mit Sin Hombre. Und wenn er da ist, gehört er uns. Órale, tienes huevos, cabrón. Aber alleine gehst du unter. Ich gehe mit. Ich überwache euch. Shadow kreist im Heli über dem Ziel. Alles klar. Sie werden Beweise wollen. Zeig ihnen das. Ruft, wenn ihr mich braucht. Okay, dann machen wir uns startklar. Shadows auf Position. Okay, alles bereit hier. Sehe Platz zum Landen auf dem Dach. Check. Zwei Wachen im Blick am Vordereingang. Alejandro, wie läuft's bei dir? Un Vaquero drinnen. Verdammt, wie hast du das gemacht? Mit Gewalt. Ich sehe Soap. Moment der Wahrheit. Sehen Sie ihn? Ja, jetzt schon. Sie führen ihn ab. Der Junge hat Eier. Hoffentlich packt er es. Hermano. Alejandro. Alejandro, wie hast du... Keine Zeit. Hör zu. Gib ihnen da drin gute Infos. Lüg nicht. Sag ihnen alles, was sie wissen wollen, sonst lebst du hier. Verstanden. Ihnen alles sagen? Alles. Mexikanische Spezialeinheiten, amerikanische Söldner, Shadow Company, Philip Graves, die ganze Wahrheit. Gut, hab kapiert. Sogar deinen Namen? Moin. Es este? Sí, señor. Wie heißt du, Hero? Man nennt mich Soap. Also, was ist Soap überhaupt für ein Name? Gehen wir. Ich möchte zu El Sin Nombre. Ah, er möchte gern zum Boss. Du lebst nur, weil du vielleicht Informationen für uns hast. Hoffentlich sind sie gut, Guerrero. Sonst skalpiere ich dir gleich den Iro vom verfickten Kopf. Was ist ein Iro? Scher dich aus meinem Aufzug. Okay. Das ist mein Haus. Das heißt, du lebst dem Boss erst, wenn ich es sage. Halt die Klappe, bis man dich fragt. Keine Sorge. Und más importante. Sag die scheiß Wahrheit. Denn wenn du lügst, bist du Hundefutter. Nein, nein, du bist Hundefutter. Ich hol Paula und dann wird die dich auffressen. Was zum Teufel wird das hier? Ich bin seit Tagen wach. Der Boss sagt keine Drohung. Ja, Diego, ich will mich nur wach halten, okay? Befolge die verdammten Regeln! Aua. Schmerz hält dich wach. Zurück an die Arbeit. Las Almas ist im Krieg. Du willst gewinnen? Dann gehorche. So überlebt die Organisation. Und deswegen ist der Boss heute hier. El Sin Nombre ist hier unten? Nein. Sin Nombres persönliche Sicaria ist es. Und was ist eine Sicaria? Valeria, Ayuno Mas und Gringo.
Setz dich. Oh, Leute, spielen wir Uno oder so? Na gut. Ich hab wohl keine Wahl. Wer ist das? Er heißt Soap. Er kommt zu uns. Soap? Sicher? Ich kann sehr gut kämpfen. Rein? Einfach so? Sagt, er hat Informationen. Pendejo di mierda! Wir kennen ihn nicht und er sieht unsere Gesichter! Valeria, ich bin sicher, er könnte uns helfen. Er weiß bestimmt etwas. Das will ich doch wirklich für dich hoffen. Denn sonst töte ich ihn und dann sitzt du auf dem Stuhl. Niños! Das ist toll. Ich stelle Fragen und ihr sagt die Wahrheit. Mhm. Nimmt mich ja nicht an. Na, das möchte ich doch gerne machen. Wir haben neulich einen Freund in den Bergen versteckt. Dann rief uns jemand an. Oh nein. Wer? Todo un caos, no, no bien. En español no es gringo. Sorry, bitte auf Englisch oder auf Deutsch. Ich glaube, es war ein anderes Kartell. Jetzt du, Blanquito. Wer rief uns an? Oh fuck. Mexikanische Spezialeinheit. Es war nicht das Kartell. Es waren mexikanische Spezialeinheiten. Wir fanden die Leichen. Fuerzas especiales. Ja. Nun, klingt genauso. Wir sind von den mexikanischen Spezialeinheiten und du nicht. Vielleicht war da. Du warst dort, Arschloch. Vielleicht war er es auch. Warum die Spezialeinheiten wurden von Außenseitern unterstützt. Wer war das? Wir haben sie gehört, einige auf Englisch. Sie waren mit Gringos, wie ihm. Nee, es war Söldner, Shadow Company. Amerikanische Söldner. Namens Shadow Company. Los Vaqueros arbeiten mit Söldnern zusammen. Esas pinches viboras. Krass, nicht wahr? Siehst du, ich hatte recht. Es waren die Gringos. Hast du Beweise für diese Shadow Company, Imbecil? Wie soll ich das machen? Und du? Welche Beweise hast du? Ich hab so einen Sticker. Guck, ich hab so einen Sticker, ja? Bitteschön. Was ist das? Das Shadow Company Emblem. Mein Beweis. Wer führt die Shadow Company? Gib mir einen Namen. Philip Grace. Philip Graves. Phil Graves. Phil Gräber. Das gefällt mir. Dieser Graves. Was will er wohl? Die Raketen. Er will die Raketen, die er transportiert. Er will Amerikaner bombardieren. Ach nee, das wollen nicht die anderen. Ich rat's euch. Bitte nicht! Du hast uns nichts erzählt! Wir bezahlen dich gut, aber dieser Außenseiter weiß mehr. Zeit, dieses nutzlose Stück umzubringen. Mit Vergnügen, Valeria. Bitte, ich will nicht sterben! Oh. Qué bonito. Te vi bien ahí. Gut gemacht. An die Arbeit. Ja, Gesundheit. Wir gehen nach oben. Okay. Na, Jungs. Komm schon, Guerra. Gute Nacht. Ja, ich komm doch schon. Damit das klar ist, wir sind noch nicht mit dir fertig. Sin Nombre wird über dich entscheiden. Besser, ihr kriegt das hin, Arschlöcher! Hey, Jungs. Vamos! Ja, ich komm doch schon. Vamos, vamos. Rodriguez. Gut. Alter, geh das nicht vorsichtiger! Los Vaqueros operieren schnell. Ich bin im Penthouse bei El Sin Nombre.
Wann treffe ich Essin Nombre? Valeria spricht gleich mit dem Boss hier. Du wartest bei den anderen. Ich habe das Gefühl, Essin Nombre wird sehr an einem Gespräch mit dir interessiert sein. Du wirst hier warten, Soap. Ich bin in der Ofrenda. Keine Störungen. Sie, Chefe. Komm klar, Mann. Die brauchen dich draußen. Bien. Gib ihm meine Maske und bewach ihn. Du lebst noch. Alejandro, du auch, Kumpel. Essin Nombre ist im Penthouse. Dritter Stock. Wir brauchen eine Schlüsselkarte. Diego hat sie. Nimm das. Nett. Hier. Wozu eine Maske? Manche hier sollte man nicht beim Kartell sehen. Kommunikation steht. Funkcheck. Alles klar. Alles gut. Dann mal los. Los, okay. Sind drin. Wie sieht's aus? Essin Nombre ist im Penthouse. Dritter Stock. Der Aufzug bringt uns hin. Wir brauchen nur Diegos Schlüsselkarte. Wo ist Diego? Auf Renda, zweiter Stock. Was gesehen, Lieutenant? Wenn du einen Weg aufs Dach findest, gibt es dort einen Zugang zum Penthouse. Ich komme so oder so nach oben. Cuidado, hermano. Wenn dich die Wachen dort oben finden oder in der Garage, erschießen sie dich. Was ist in der Garage? Keine Ahnung, aber es ist wichtig für Diego. Finden wir Essin Nombre und erledigen wir das. Ende. Hey, wird das jetzt hier so ein Stealth-Part? Gut, erstmal muss ich mir hier einen Überblick finden. Also ein Hitman-Level. Gut, Jungs, kann ich hier durch? Greife nur den verdeckten Bereichen an. Okay, hier darf ich nicht lang. Verstehe. Oh, hier kann man Flaschen aufwählen. Hab eine Flasche. Nützlich, um die Wachen abzulenken. Wurfmesser, nice. Ich hab gefunden. Gut, damit solltest du unentdeckt bleiben. Da hat die Nerven ja nicht sehen. Oh, heil. Ja, ganz ruhig. Das ist die Garage. Lass dich darin ja nicht erwischen. Was ist da drin? Die gucken alle schon. Können die vielleicht mal nicht gucken? Alejandro, hör auf mich zu folgen. Okay, der Typ guckt die ganze Zeit, das ist nicht so gut. Jetzt muss ich meine Hitman-Skills hier beweisen. Was, wenn ich hier rausgehe? Central, ist C1. ¿Qué carajos estás haciendo? Oben suchen oder diese Wache folgen. Deine Entscheidung. Aha. Zona segura. Okay, der geht jetzt weg. Dann gehe ich jetzt hier raus. El detector de metales se activó. Estoy en ello. Oh, fuck. Hey, sorry. Podría haber algo aquí. Sí, es en serio. Okay. Ups. Ich wusste gar nicht, dass da jetzt so ein Scanner ist. Ups. Okay, dann können wir da nicht lang. Was, wenn ich denn hier lang gehe? Und dann hier reingehe? Okay, ist ein Badezimmer. Nee. Was gibt's hier hinten? Ah, guck mal, hier könnte man auch lang. Oh. Na, schönen Tag dir. Okay, hier kann man auch lang. Junge, kann man sich echt frei bewegen. Hier sind meine Buddies, weil die haben auch eine weiße Maske auf. Kann ich vielleicht hier raufklettern? Das ist Sperrgebiet. Die Wachen schießen sofort. Keine Sorge. Ich kenne mich mit Steph aus. Ich bin am zweiten Stock. Diego ist in der Ofrenda. Sie ist irgendwo auf diesem Stock. Alejandro. Hab Diego gefunden. Roger. So, erstmal muss ich hier durch. Ich höre ihn auf jeden Fall. Was? Achso. Mann, ich dachte, das Messer geht da durch die Scheibe. Hallo? Okay. Hab eine Waffe gefunden. Vorsicht, Hermano, wenn du Krach machst, haben wir sie alle am Hals. Für das Kartell? Ja. Wenn dir der Himmel gehört, alle Plaza-Bosse zusammen. Kann ich von außen gehen? Ja, tatsächlich. Jetzt gehen wir hier außen lang. Ui. Schlomo, geh ran, Mann. Hey, ich habe einen Job für dich. Ruf mich. Was zum Teufel? Ausschalten. Das war's mit dir, Diego.
Espanso Gidigueres. Alejandro, Diego ist tot. A huevo, mein Fleisch und Blut. Hab die Schlüsselkarte. Gute Arbeit. Komm zum Aufzug oder in den ersten Stock, aber sei leise. So, klingelt irgend so ein Handy. Du musst da sofort weg. Oh, fuck. Achtung, sie haben einen gefunden. Oh, scheiße. Am besten wir laden den Kontrollpunkt. Gute Arbeit. Komm zum Aufzug oder in den ersten Stock. Okay. Schnell weg hier. So, sie kommen. Du musst da sofort weg. Achtung, sie haben einen gefunden. Gut, wo ist denn der Aufzug? Ah, dort. Komm schon, so, rüber hier. Gefunden. Pass auf. Sie wissen, dass ich im zweiten Stock bin. Hier ist alles ruhig. Zieh dich zurück, wenn du musst. Gut, ich gehe jetzt zum zweiten, zum Aufzug. Bin so in Panik. Na, komm schon. Jawohl. Na? Na bitte. Es ist soweit, hermano. Sein Name verdirbt diese Stadt seit Jahren. Leben dir su nombre al diablo. Heute holen wir sie zurück. Hasta la muerte. Ay. Hasta la muerte. Wie kommen wir da durch? Vertrau mir. Okay, du machst das. Identifikation. C4, tengo el otro visitante. Oh, die schönen Takedowns. Die habe ich vermisst. Okay. Oh, nehmen wir mal hier die AK. Nee, ist eine MX. Endoskop. Geben wir dem Namenlosen ein Gesicht. Die Lieferung aus Spanien kam pünktlich an. Ich versichere Ihnen, dass meine Männer es zu Ende bringen und die Pakete da sein werden. Sin nombre. ¿Estás preparado para otro visitante? Feliz viaje. Muy bien. Empecemos. Sie ist Sin nombre? Der werde ich zeigen. Scheiße, unmöglich. Was ist? Die Sicaria, die ich unten getroffen habe. Valeria, sie ist El Sin nombre. Valeria? Bist du sicher, hermano? Ja. Wir müssen handeln. Graves, Sin nombre gibt sich als Sicaria aus. Wir gehen rein. Bist du bereit? Check. Ghost. Bereit. Wir brauchen sie lebend. Okay. Und los! Weg! Oh, Scheiße. Der ist gepanzert. Aber jetzt nicht mehr. Ich knie vor niemandem. Hände hoch, Valeria! Das war's mit dir, Sin nombre. Bodenteam, ihr könnt übernehmen. Okay. Gib sie fest. Ich gebe Deckung. Ich ergreife sie. El Sin nombre. Me amo Valeria. Geschickt versteckt. Versteckt? Ich bin überall, Soldado. Das ist gut. Wir auch. Gehen wir. Hermano, ¿qué pasa? Valeria, ich kenne sie. Lästig. Okay, woher kennt ihr beide euch? Kennen ist ein zu starkes Wort. Starke Worte sind so wichtig. Unsere Worte sind unser Bund. Barcelona, du verlogenes Mistbrot! Hallo, Comandante. Ja, ja. Vamos, erzähl mal. Du kannst mir nichts mehr befehlen. Selbst die Hunde in Las Almas bellen mich nicht mehr an. Mira este, sie ist Ex-Militär. Wir dienten zusammen. Andere Trupps, selber Einheit. Ihr wart die Wilden, hä? Los Vaqueros. Wir waren die seriösen Señores y Señoras. Bist du der Sache mit dem Sohn von La Araña, te acuerdas? Die lief doch perfekt. Ihr Team sollte die Stadt abriegeln, damit die La Araña-Vollstrecker kein Blut vergießen. Genau das haben wir getan. Ihr musstet nichts abriegeln, weil ihr selbst die Vollstrecker wart. Er wurde ohne Zwischenfall in die Berge eskortiert. Auch wir wollten kein Blut vergießen. Er sollte ins Gefängnis. Du hast ihn getötet und dann übernommen.
Es entstand ein Machtvakuum. Ich hab's gefühlt. Las Almas braucht mich. Las Almas braucht Soldaten. Nicht Sicarios. Und du? Du entehrst die Armee. Y tus hermanos, ¿no? Warum tust du das? Sag du's mir. Du bist der Dienstleister, ne? Was du nicht erledigst, macht die Konkurrenz. Du bist ein Narko und versteckst Terroristen. Terrorismus ist gut fürs Geschäft. Als Versicherung. Was ist das für ein Mist? Sieh es endlich mal deinen verdammten Kopf aus deinem Arsch, Carajo! Puta madre, Alejandro! Solange ihr Krieg führt gegen Terror, kämpft ihr nur halbherzig gegen Drogen. Ihr wollt euren Terroristen und eure Raketen ohne Blut vergießen? Dann braucht ihr wohl mich. Nein, das mache ich nicht. Das ändert doch nichts. Doch, das ändert alles! Fuck! Geht keinen Deal ein. Das endet böse. Dann haben wir jetzt Zeit zu reden. Ich will die Raketen, ich will die Ziele und ich will Hassan. Ich gebe dir 10 Sekunden, dann zeige ich dir den Unterschied zwischen dem Militär und mir. Ich kenne die Ziele nicht. Ich bin Kurier, ich befördere. Ich kann euch zu den Raketen führen. Wenn ihr zurück seid, sage ich euch, wo Hassan ist. Als Gegenleistung lasst ihr mich gehen. Verschwindet aus Las Almas, Semelarganya. Deal. Und bis dahin bleibst du schön brav hier.